Um das indopazifische Handelsabkommen zu stärken, will Japan die Beziehung zu den ostasiatischen Nationen ausbauen. Kishida sagte nach einer Konferenz, dass ihn die Lage der Uiguren und Hongkonger sowie die Situation in Taiwan beunruhige. China, welches bekannt für die Unterdrückung der Uiguren ist, attackierte die Türkei und bezeichnete sie als Besatzer in Syrien, die Menschenrechte verletzen. Daraufhin antwortete ihm der türkische UN-Botschafter Sinelolu, indem er sagte, dass die Türkei 9 Millionen Syrer beherberge und dass die Türkei keinen Bedarf hat, sich von denen belehren zu lassen, die Menschenrechte mit Füßen treten. Die USA unterstützen Taiwan bei seinen Vorbereitungen auf eine mögliche chinesische Invasion. Dass auch US-Militär auf der Insel agiert, will lange niemand bestätigen. Nun spricht Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen erstmals offen über den Einsatz der Amerikaner. Australische Behörden haben jetzt die dritte Impfung für Leute freigegeben, die schon 2 Impfungen bekommen haben. Der Transporter vom russischen Typ Progress MS-18 startete in der Nacht zum Donnerstag vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan in Zentralasien, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte. Das Raumschiff soll am Samstag andocken. Nach Angaben der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos bringt es hauptsächlich Treibstoff, Wasser und Nahrungsmittel zur ISS. In der Türkei haben Enver Can, der Gründer des İlham-Tohti-Instituts und der uigurische Akademikerverband, eine Konferenz für den Menschenrechtler Dr. İlham Tohti organisiert, der in chinesischen Gefängnissen zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Es nahmen zahlreiche Journalisten, Politiker und Akademiker an dieser Konferenz teil. In den USA hat ein Passagier eine Stewardess angegriffen, daraufhin musste der Flug umgeleitet werden. Der Streit entstand wohl, weil ein Passagier trotz Ermahnung seine Maske nicht aufsetzen wollte.